Hallo und herzlich willkommen, GameKill 48 hier. Ich habe heute ein kleines Skript für euch vorbereitet, das euch erleichtern soll, über Photoshop Thumbnails für Let's Plays und sowas herzustellen. Und zwar, da es ja doch ein wenig nervig ist, diese ganzen Sachen immer per Hand zu nummerieren und alles. In der Beschreibung sollte sich ein Link zu einer ZIP-Datei befinden und da sind dann mehrere Sachen drin, aber ich beschreibe jetzt erstmal, was das Ganze dann bringt. In dem ZIP ist eine Datei, die heißt template.psd und das ist diese Photoshop-Datei hier. Hier haben wir mehrere Ebenen, die schon voreingestellt sind. Man kann jede Ebene ändern, bis auf die beiden, die hier seitlich rot markiert sind. Das wären Number und Picture. Man darf die verändern, man darf sie aber auf gar keinen Fall löschen und eine neue Ebene erstellen. Ist auch egal, wenn man die danach wieder gleich nennt. Und selbst wenn ich die hier jetzt löschen würde, die ist komplett leer, und eine neue erstelle, die den gleichen Inhalt hat, das Skript ist nämlich schon an diese Ebene gebunden. Deswegen diese beiden nicht verändern. Mit nicht verändern meine ich wirklich nur hier seitlich drin. Man darf sie schon innerhalb der Bilddatei herumschieben, also ich kann jetzt zum Beispiel hier die Number irgendwo anders platzieren oder ich kann zum Beispiel irgendwelche Ebenenstile darauf anwenden. In dem Fall geht es auch wirklich darum, Number ist ein Platzhalter. Hier werden dann am Ende die ganzen Nummern angezeigt, also wenn ich jetzt zum Beispiel mache Let's Play Battlefield 3 und dann Folge 50 oder 40 oder 1, was auch immer, das steht dann hier unten, also 1, 2, 3, 4. Durchlaufende Nummern eben. Die haben dann auch genau die Schriftart und den Ebenenstil wie diese Ebene hier. Ich zeige das jetzt mal kurz. Ich wende hier jetzt mal einen Ebenenstil drauf an, der so ein bisschen aussehen soll wie der von Battlefield 3. Dazu muss ich die Ebene erstmal dunkel machen. So. Und das Ganze kann ich eigentlich auch gleich hier oben auf das Let's Play anwenden. Es soll jetzt hier nicht überragend aussehen, es ist nur wirklich zur Beschreibung, damit ihr ein bisschen versteht, wie das Ganze hier funktioniert. Jetzt sehe ich hier seitlich, dass das Ganze vielleicht ein wenig zu klein ist, deswegen verändere ich hier oben die Größe. Also die anderen Ebenen kann ich so viel ändern, wie ich will, ich kann die auch rauslöschen, nur die beiden hier sind wichtig. Logo braucht man nicht, habe ich jetzt einfach mal als Platzhalter eingefügt, weil ich mir denke, dass viele Leute das auch einfügen werden. Also in dem Beispiel hier ziehe ich das einfach rein, mache es ein wenig kleiner, platziere es, so, noch ein wenig kleiner und dann füge ich die wieder zusammen. Die ist auch ganz egal, die Ebene, wie die heißt oder sonst was. Also da muss man nicht drauf achten. So. Ihr werdet euch jetzt vielleicht denken, ja, sieht es nicht so geil aus. Vor allem der Hintergrund hier hinten stört mich. Das ist wirklich nur ein Platzhalter, den wird man nämlich nicht sehen. Was dieses ganze Skript nämlich macht, ist, es wählt die Textebene Nummer und ersetzt sie durch ein Raute und dann eine fortlaufende Nummer und exportiert das Ganze dann als PSD und verwandelt dann nachträglich das PSD noch in eine PNG-Datei, also .png. Ich hätte das PSD gerne rausgelassen, allerdings habe ich keine Möglichkeit gefunden, automatisiert nur PNGs auszugeben, das heißt, die müsst ihr dann selbstständig danach löschen. So. Und was das Skript noch macht, ist, dass es diese Ebene hier, Picture, durch ein Hintergrundbild austauscht. So, das zeige ich jetzt mal kurz. Und zwar, dieser Ordner sollte sich innerhalb eurer ZIP-Datei befinden. Final ist ein leerer Ordner, in dem am Ende die ganzen Vorschaubilder ausgegeben werden. Dann, Pictures ist, wie man sich denken kann, die Bilder, die eben in dieser Ebene eingefügt werden. Die benennt ihr wie folgt. Ihr wählt
alle Bilder aus, wenn die irgendwelche Namen haben. Hier sind zum Beispiel einfach irgendwelche Screenshots, die ich mit Fraps gemacht habe. Die haben auch keine bestimmte Größe. Dann, wenn ich alle ausgewählt habe, rechtsklick auf die erste Datei und dann auf Umbenennen und benenne sie nur Pick. Dann Enter und er sollte sie eigentlich automatisch durchbenennen. In meinem Fall war das Problem, dass sie schon richtig benannt waren. Das heißt, dass er sie falsch umbenennt. So, jetzt habe ich sie nochmal zurück. Also am Ende, wenn ihr das so macht, dann heißen die Dateien Pick, Leerzeichen, Klammer auf, fängt mit 1 an, Klammer zu und durchnummeriert bis 50. Derzeit funktioniert das Skript auch nur für bis maximal 50 Bilder. Ich musste das per Hand eingeben, dass er die aufruft, weil ich keine Möglichkeit gefunden habe, automatisiert Bildpfade zu verwenden. Ich arbeite daran, nur jetzt gerade geht es halt noch nicht, aber das reicht ja für viele Sachen. Gut. Dann befindet sich noch drin eine Excel-Datei, die heißt Dataset. Die beinhaltet die Nummerierung, also Raute 1, Raute 2, Raute 3. Die könntet ihr theoretisch auch umändern, wenn ihr zum Beispiel schon die ersten, weiß nicht wie viele habt. Und dann halt weitermacht. Damit könnte man theoretisch dann auch das mit dieser Begrenzung von nur 50 Thumbnails umgehen, indem ihr halt dann das Skript zweimal durchlaufen lässt und beim zweiten Mal bei 51 anfangt. So. Zum anderen befindet sich. Ich kann das hier mal kurz. Ach ja, bin ja gar nicht in Excel. Okay, dann zeige ich das später kurz. Dann. Error Report ist eine Textdatei, beziehungsweise die befindet sich noch nicht drinnen. Die wird nur beim Ausführen des Skripts erstellt, wenn sich irgendwelche Fehler ergeben. Ihr sehen könnt, bei mir ist sie jetzt gerade da. Das liegt daran, dass ich sie beim Testen natürlich die ganze Zeit das Skript zwischendrin abgebrochen habe, wenn irgendwelche Fehler waren, weil das Skript ja noch nicht fertig war. So. Template JPEG kann ich rauslöschen, das braucht ihr nicht. Template.psd, da seid ihr gerade drinnen. Und Thumbnail Action. Das ist, was ich hier drin habe und die eigentliche Aktion, die das Ganze dann durchführt. Also, naja, eigentlich stimmt nicht ganz. Es funktioniert nur in Kombination von diesen beiden Dateien. Was noch ganz wichtig ist, dieser Ordner hier, die ZIP-Datei, muss in einen bestimmten Ordner gespeichert werden. In diesem Fall wäre das C Thumbnail Folder. Das muss genau dieser Ordner sein, weil in das Scripting von Photoshop auch nur Hardlinks unterstützt. Das heißt, ich kann da keine variablen Links reinbauen, beziehungsweise das wäre ziemlich umständlich. Und dazu macht einfach den Ordner, das dauert jetzt nicht lang und Speicherplatz werdet ihr auch noch haben. Gut. Ich habe jetzt hier alles gezeigt und kann dann einfach mal zeigen, wie das funktioniert. Genau, die Bilder sind hier drinnen. Und wichtig ist, ihr solltet in Photoshop nichts anderes offen haben. Also das hier schließen. Genau. Und bevor ihr die Aktion ausführt, müsst ihr die unterste Ebene, also Background, auswählen. Das heißt, ihr könnt das hier auch nicht einfach rauslöschen, beziehungsweise wenn ihr es rauslöscht, müsst ihr eine neue Ebene erstellen, die Background heißt. Gut, und dann wählen wir hier in den Aktionen, die ihr natürlich noch nicht drin habt. Da müsst ihr hier in den Aktionen, wenn ihr hier zeitlich die Aktionen nicht angezeigt habt, müsst ihr auf Fenster und dann Aktionen klicken. Oder eben, wenn ihr es Englisch habt, Window und dann Actions. Dann hier seitlich in diesem Fenster auf das Dropdown-Menü und Load Actions. Und da geht ihr dann in den Ordner und wählt diese .atn-Datei aus. Ich habe sie jetzt hier schon geladen. Es sind nur zwei Aktionen drin. Die .psd zu .png
wird automatisch von der ersten Aktion ausgeführt. Die habe ich nur für mich selbst erstellt. Also die müsst ihr eigentlich nicht beachten. Eigentlich müsst ihr nur eben Background auswählen, auf die erste Aktion klicken und dann auf Ausführen. So, und wir sind wieder zurück. Gab ein kleines technisches Problem. Ich habe es jetzt nochmal ausprobiert. Jetzt soll es eigentlich funktionieren. Logo darf anscheinend doch nicht anders genannt werden. Deswegen müsst ihr es halt zusammenfügen. Beziehungsweise es muss eine Ebene mit dem Namen Logo existieren. So, jetzt probieren wir es nochmal aus. Hintergrund auswählen. Starten. So, weil ich es ja gerade probiert habe und den Ordner noch nicht geleert habe, muss ich die jetzt alle überschreiben. Los geht's. Und jetzt sollte das Skript eigentlich seine Arbeit tun. Das kann ein wenig dauern, aber es ist auf jeden Fall schneller, als wenn ihr es per Hand macht. Warum es dann doch so lange dauert, kann sein, weil ich das schon ganz schön oft gemacht habe und mein Papierkorb vermutlich voller Fehlversuche ist und deswegen der Computer ein wenig überlastet. So. Wie ihr seht, nummeriert er die jetzt automatisch durch und fügt auch die Bilder ein. Das Ganze ist dann auch in der richtigen Größe für die Preview-Bilder, also 1280 mal 27. Und naja, das ist jetzt nur das primitivste der Beispiele, also nur ein Hintergrundbild. Im Grunde interessiert das Skript eigentlich nicht, ob irgendwo im Vordergrund noch andere Ebenen eingefügt werden, solange die bestehenden nicht verändert werden. Das heißt, ihr könntet einfach eine, keine Ahnung, Korrekturebene als oberste Ebene einstellen und ein paar Farbeffekte drauf tun. Oder wenn ihr zum Beispiel die ganzen Hintergrundbilder vorher extern irgendwie schon vorbereitet, dann könnt ihr die natürlich auch wesentlich genauer noch gestalten. Aber die Arbeit mit dem Durchnummerieren wird euch auf jeden Fall schon mal abgenommen. Gut, dann bin ich zurück mit ein paar Beispielen. Ich sollte vielleicht noch erwähnen, oder ich habe es auch vorhin schon erwähnt, aber ihr habt es vermutlich schon wieder vergessen. In dem Ordner hat er das Ganze doppelt abgespeichert, einmal als PSD und einmal als PNG. Das heißt, ihr wählt einfach am besten hier in diesem Dropdown-Menü kurz mal PSD aus. Dann habt ihr eine Übersicht von allen PSDs und die nehme ich ganz schön Speicher weg. Wählt sie einfach alle aus und drückt auf Löschen. Damit hättet ihr dann auch tatsächlich nur noch die PNG-Dateien übrig. Und die entfernt ihr dann halt wenn ihr damit fertig sind, aus diesem Ordner und schiebt sie irgendwo anders hin, damit sie beim nächsten Mal nicht überschrieben werden. Gut, jetzt zeige ich noch mal kurz, was ich vorhin mit. Oder ich lösche das noch mal kurz. Machen wir halt den Ordner ganz leer. Was ich vorhin mit den Korrekturebenen gemeint habe. Ich kann hier jetzt zum Beispiel einfach mal eine Ebene machen und ich öffne dazu am besten ein Bild. Nehmen wir einfach mal, ist eigentlich wurscht, und ziehe das darüber. Wie ihr merken solltet, ist es natürlich größer. Das Verfahren, wie das Skript die Bilder einfügt, ist, dass es einfach das Bild seitlich anfügt. Also links und rechts muss es passen und es wird nicht verzerrt. Also irgendwie auf Teufel komm raus, wenn es tatsächlich so ein Breitbild wäre, würde es das nicht groß ziehen, sondern es würde halt dafür sorgen, dass der ganze Bereich gefüllt ist, aber das Ding auch auf mindestens zwei Seiten an den Enden anschließt. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Gut. Zum Bearbeiten schieben wir jetzt einfach mal hier das Bild nach hinten. Das müssen wir dann aber eigentlich wieder, oder müssen wir nicht rauslöschen, aber man sieht es nicht, weil es ja hier unterhalb der Picture-Ebene liegt. Wenn man natürlich jetzt 50 mal das gleiche Bild haben kann, dann kann man es einfach drüber ziehen oder in diesen einen Ordner 50 mal das gleiche Bild reinspeichern.
dann umgeht man sozusagen mein System. Und so, da kann ich jetzt zum Beispiel einfach hier in einer Bearbeitungsebene ein wenig, keine Ahnung, das farblich umgestalten. Zum Beispiel gefällt mir das Battlefield Blau ganz gut und ich mache dann einfach eine Ebene, wo ich noch ein bisschen mehr Blau einfüge und keine Ahnung. Mache ich vielleicht noch eine Korrekturebene, wo ich die Farben verzerre, weil ich mich gerade entschieden habe, ja, das Blau gefällt mir eigentlich doch nicht. Raus damit. Und ja, da kann man eigentlich ganz viel machen. Man muss nur wissen, wie man damit umgeht. Mein Skript wird euch nicht zu besseren Photoshop-Künstlern machen. Das müsst ihr schon noch irgendwo anders lernen. So, damit wäre ich jetzt dann aber wirklich mal fertig. Und ja, dann verabschiede ich mich.